Hallo und herzlich willkommen zu Solamento TV für Kinder. Mit mir und mit meinem Supergast da, die kleine Ella Marleen. Ne? Ella, wir wollen heute den Kindern mal ein bisschen was über dieser Insel erzählen, auf der wir hier sind. Guck mal, wie wunderschön das ist. Ne? Guck mal, da hinten kann man schön die Berge erkennen. Ganz da hinten. Und die Ella und ich haben Porto Santo ein bisschen nachgebaut. Das ist das Meer. Kann man ja schon so sagen, ne Elli? Ja. Das ist Meer. Wie heißt denn das Meer hier? Das heißt Atlantischer Ozean. Ostern hatten wir, genau. Passt auch ein bisschen. Ja, aber es ist der Atlantische Ozean, genau. Das ist diese Insel, Porto Santo, ne? Eine Insel im Atlantik. Ja, und da haben wir hier, wenn ihr mal hinten mal seht, haben wir einen Steg, den haben wir hier auch nachgebaut. Hier gibt es einen Steg, wundervoll. Und hier fährt eine Fähre ab. Von hier aus fährt die Fähre rüber zur Nachbarinsel, ganz weit rüber. Weißt du, wie lange das dauert, wenn die Fähre von da hinten losfährt? 2,5 Stunden. Recht hat sie. 2,5 Stunden dauert es nur bis zu dieser wundervollen Insel Madeira, was die Nachbarinsel ist. Ja, Elli, und wenn man... Das Tolle ist ja, wenn man mit dem, wenn man Porto Santo anreisen möchte, kann man dann einmal mit der Fähre über Funchal, so heißt der Flughafen, auf Madeira anreisen. Das haben wir auch gemacht. Aber wir haben ja auch gelernt, wir sind ja mit Olimar-Reisen hier und die fliegen einmal die Woche von Düsseldorf aus mit einem eigenen Flugzeug. Wohin? Nach Porto Santo. Genau, und da ist der Flughafen. Guck mal. Jetzt kann man hier runtergehen. Genau, die haben eine eigene Piste, 3000 Meter lang. Deshalb können wir auch hier hinfliegen, direkt, ne? Ganz bequem. Für einen tollen Urlaub. 3-Letter-Code PXO. Ja, habt ihr wieder was gelernt. Solamento für Kids. Und was soll man sagen? Insel ist toll, ne? Ja. Gefällt dir auch gut? Ja. Was gefällt dir besonders gut? Der Pool, aber leider ist der nur ab 16. Wir durften nur mit unseren Freunden rein und ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir alleine rein dürfen. Das werden wir mal rausfinden heute, ne? Also, viele Grüße aus Porto Santo. Tschüss.